Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich gar nicht richtig. Ah. Okay. Hi, ich bin Hanna. Ich bin hier heute auf dem Gelände unterwegs und frag die Profis mal, was wir schon immer so wissen wollten. Hi, Sönke. Hallo. Ich habe eine Frage an dich. Ja, gerne. Und zwar wollte ich wissen, bist du schon mal aus einer Prüfung gekommen und hast gedacht, das war der perfekte Ritt? Naja, perfekt noch nicht, aber ich hatte schon mal das Gefühl, dass es schon sehr, sehr gut war und viel mehr geklappt hat, als was man sich eigentlich vorgenommen hat davor. Das hört sich gut an. Ja, danke. Und jetzt mal das Gegenteil. Bist du schon mal aus einer Prüfung gekommen und musstest lachen, weil du dachtest, oh mein Gott, was war das denn? Ja, ich kann mich da an einen ganz besonderen Moment erinnern. Das war damals noch bei den Ponys. Da bin ich meine erste Kür geritten und habe irgendwie eine Linie vergessen. Und daraufhin hatte ich X halten, grüßen, aber mit dem Rücken zu den Richtern. Und das war natürlich nicht regelkonform, aber keiner wusste, wie man damit umgehen sollte. Ich auch nicht. Habe das erst danach realisiert und da dachte ich auch, was war das denn? Wie hast du es gelöst? Ja, gar nicht. Bin einfach rausgeritten und war dann fertig. Und danach, ja, da habe ich mir dann vorgenommen, egal wie, immer halt zu den Richtern grüßen und nicht mit dem Rücken zu den Richtern. Was gab es da für eine Note fürs Aufmarschieren? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich wurde am Ende dann doch disqualifiziert, weil es steht, ja, dass man zu den Richtern grüßen muss. Irgendwie. Schade eigentlich, hätte ja klappen können, ne? Ja, genau. Gut, vielen Dank trotzdem und ich mache mich mal weiter auf den Weg. Ja. Hallo. Wie soll ich es ansprechen? Du, sie oder eure Hoheit? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte du, wir bleiben beim Du. Okay. Wie hast du dich in meinem Alter so gefühlt beim Reiten? Also ich habe nicht so gute Pferde gehabt wie du. Ich habe schon immer es geliebt, Pferde auszubilden und ich wusste, dass ich den Pferdevirus habe und dass ich den auch nie verlieren werde und dass das Ausbilden von Pferden mein Leben ist. Was geht in deinem Kopf vor, wenn in der Prüfung dann doch ein Fehler passiert? Ja, natürlich ärgert man sich erstmal darüber, aber das sollte man, glaube ich, relativ schnell abstellen und sich aufs Nächste konzentrieren. Einfach einen Haken dran machen und denken, vorne gibt's Geld und weiter einfach die Aufgabe reiten, ohne den Fehler mit sich rumzutragen. Mhm. Positiv nach vorne schauen, das ist dann das Ziel, wenn der Fehler passiert ist. Und mit was für einem Gefühl reitest du in die Prüfung, wenn du das Gefühl hattest, dass du auf dem Abreiteplatz eigentlich noch nicht perfekt vorbereitet warst? Gut, das habe ich schon öfter gehabt in meinem Leben. Echt? Ich noch nie. aber ja, ich versuche einfach, die Motivation mitzunehmen und versuche, Spannungsmomente irgendwie zu überbrücken und dem Pferd auch so ein bisschen Ruhe zu vermitteln. Es ist ja dann oft in der Verbindung mit Spannung beim Pferd, wenn man merkt, auf dem Abreiteplatz ist noch nicht genug Ruhe drin oder Losgelassenheit, dann eben im Viereck auch mal, weiß ich nicht, einfach mal mit Lob zu arbeiten und das Pferd, ja, Vertrauen zu schaffen und dann möglichst diese Spannungspunkte zu überbrücken. Super, vielen Dank.